Hier kommt zu uns, wer kommt denn jetzt? Jetzt kommt doch am besten mal Scholli von der Wächtermark, Pferd Nummer 7 auf unserer Liste und damit das letzte in diesem ersten Block von den dreijährigen Hengsten. Scholli ist ein Sohn des Oder Fabiatnersöhm, des braunen Fünfgängers, den wir kennen, von Laura Richters und die Mutter heißt Skima vom Quillerhof. Züchter und Besitzer ist Eike Richters vom Gestüt Wächtermark und jetzt also bei uns der Scholli aus dem Jahrgang 2020, ein dreijähriger Hengst. Alles Gute für Scholli, den Sohn des Oder und der Skima. Viel Freude, Scholli von der Wächtermark. So, hier schon sehr motiviert unterwegs, der nächste dreijährige Junghengst mit so lockerem, flottem Trab, nicht ganz so viel Schwebephase, aber ganz hübsche Vorhandbewegungen, auch ganz gut gesprungener Galopp und insgesamt so lockerer Auftritt, ganz viel Tölt immer schon so im Ansatz zu erkennen, wenn er mal abstoppt. Galoppqualität echt gut, weil das ist ja gar nicht so ein sehr großes Pferd und dafür macht er eigentlich ganz raumgreifende Galoppsprünge. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, da hat er gleich mal kurz Kreuzgalopp eingeschoben, aber sofort korrigiert. Also dieses Pferd sicher auch mit ganz viel Tölt und im Trab ganz gute Hinterhand, nicht ganz so viel Schwebephase, eher so ein bisschen viel Aktion. Aber sicher und auch recht gutes Tempo. Jetzt ist er verwirrt. So viele schwarze Menschen hier unterwegs, da macht er erstmal einen kleinen Stopp. Genau, und dann wieder fröhlich unterwegs. Auch hier eigentlich die Balance ganz gut, das sieht man immer so in den Wendungen, wenn die Pferde auf der Hinterhand stoppen können und dann wenden und gleich wieder Takt in der nächsten Gangart haben. Bei diesem Pferd würde ich fast denken, könnte man auch vermuten, dass da sogar auch mal Pass sein könnte. Kann man natürlich jetzt nicht ganz gut sehen, aber man sieht, dass er sehr viel Tölt hat. Und obwohl der Galopp gut gesprungen ist, er aber auch dieses manchmal so ein bisschen lateralen Antritt zeigt, was vielleicht auch darauf schließen lässt, dass der Pass gehen kann. Meistens wissen die Züchter das besser als wir Richter, weil sie die Fohlen im frühen Alter gesehen haben und da dann natürlich oft genau beobachten können, wie viel Pass da ist. Und gerade wenn sie dann beschlagen sind, dann wird das eher ein bisschen schwieriger, ist aber auch nicht so wichtig. Okay, wir können dann schon so langsam zum Ende kommen, weil er hat eigentlich alle Gänge gut gezeigt. Er hat mittlere Aufrichtung, könnte so etwas beweglicher noch im Genick sein, ist aber insgesamt in allen Gängen locker, mit gutem Tempo und auch recht gutem Raumgriff. Mitarbeit auch gut, also macht jetzt keinen besonders nervösen Eindruck, eher so ein bisschen witzige Ausstrahlung manchmal. Jetzt sehen wir noch den Schritt. Jetzt überlegt er, ob er noch ein Leckerli kriegt oder ob er Schritt gehen soll. Ah, Schritt im Moment ziemlich lateral. Mögt ihr noch mal ein bisschen mehr Schritt gehen? Wir sind nicht im Zeitstress. Ja, jetzt wird es besser. Das ist hier wieder mit der Aufrichtung. Wenn er so viel guckt und den Kopf zu hoch hat, dann wird der Schritt natürlich eher ein bisschen kurz und lateral. Wenn er sich mehr streckt und entspannt nach vorn geht, ist der Takt dann noch mal etwas besser. Okay,
Also es sind immer so ein paar Meter ganz ordentlicher Schritt dabei. Und dann bitte aufstellen. Und zwar mit der hat natürlich gleich viel Mähne auf beiden Seiten. Müssen wir mal gucken. Ist der Hals nicht ganz so gut zu sehen. Ich glaube, die andere Seite ist besser. Könnt ihr ihn noch mal einmal rumdrehen? Ja, kann man den Ansatz besser sehen. Gut, dann kommen wir zum Gebäude. Kopf von passender Größe, so ganz leichte Ramsnasentendenz. Ganz guter Ausdruck. Der Hals ist tief angesetzt und hat auch schon bei mittlerer Aufrichtung so etwas die Tendenz zum Unterhals. Ja, obwohl Martin das natürlich jetzt sehr geschickt macht und ihn ein bisschen nach unten schnubbelt, aber wenn er ihn einfach mal etwas freier stehen, das sieht man das und man konnte es auch im Gang sehen, dass die Oberhalslinie dann etwas gerade ist und er schon relativ leicht auch mit Unterhals läuft. Das war eigentlich vorher auch schon gut zu sehen. Die Schulter ist so knapp mittellang, mittelschräg, also noch nicht richtig steil, aber auch nicht ganz schräg. Rückenlinie ist eigentlich ganz gut, ist etwas lang in der Lende. Gruppe ist gut gewinkelt und mittellang. Aber so mit dieser etwas langen Lende ist er eigentlich trotzdem sehr locker gelaufen. Proportionen insgesamt, Mittelhand etwas länger. Und Beinlänge zu Rumpftiefe ist auch, könnte auch ein bisschen langbeiniger sein. So, also er ist schon eher auch ein bisschen schmalerer Typ, nicht so ganz breite Gruppe, nicht so ganz breite Brust, etwas schmal im Rücken, also eher etwas flachrippig, ist auch ein bisschen weich gefesselt, aber Beinlänge ist schon okay, also er ist nicht kurzbeinig, könnte natürlich auch insgesamt schon ein bisschen größer sein für dreijährig. Und Langhaar ist aber okay, also geteilte Mähne mit ordentlicher Länge und auch ganz schöne Schopflocke. Dann Beinqualität passend zum Typ, also guten Kötenbehang und auch genügend ausgeprägte Gelenke. Er ist halt ein bisschen schmaler Typ und hat auch ein bisschen zierliches Fundament. Dann einmal Schritt auf und ab bitte. Stellung vorne sehr deutlich, bodeneng, Zehen weit, hinten leicht bodeneng, nee, Trab ruhig. Oh, hinten aber deutlich weiter, wenn er schneller läuft, also Stellung hinten eigentlich okay. Und vorne bleibt er aber sehr deutlich bodeneng, Zehen weit. Okay, vielen Dank. Wir bedanken uns und verabschieden uns von diesem Pferd der Prüfung. Das war Nummer 7 auf der Liste. Scholli von der Wächtermark, liebe Zuschauer von Oderfrau Bjartnerstöden und der Skima vom Quillerhof. Vielen Dank an das Team rund um Laura Richters für die Vorstellung von Scholli.